Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Racing Point hat für Juli ein großes Update angekündigt, laut eigenen Aussagen ein fast neues Auto. Es soll wohl beim großen Preis von Deutschland zum Einsatz kommen und soll noch umfangreicher als das Update zum Spanien Grand Prix werden. Beim Spanien Grand Prix hatten Lance Stroll und Sergio Perez mit der Balance Probleme. Technikchef Andy Green meint, dass es an der Kurvenlänge liegt. Ein neudesigntes Auto soll es laut Boss Lawrence Stroll nicht werden, da man sehr bald anfangen werde am Boliden für die Saison 2020 zu arbeiten. Haas F1 Hauptsponsor Rich Energy muss eine Gerichtsniederlage hinnehmen. Seit März kam es aufgrund des Logos zu einem Rechtsstreit zwischen ihnen und dem britischen Fahrradhersteller White Bikes. Hier seht ihr die Logos der beiden Firmen, die sich wirklich zum Verwechseln ähnlich sehen. Links White Bikes, rechts Rich Energy. Rich Energy muss nun viel ändern. Nicht nur das Hirschlogo muss auf den Dosen verschwinden, sondern auch alles, was damit bei Haas zu tun hat, also die Logos auf dem Boliden sowie auf dem Equipment und auf der Mannschaftskleidung inklusive der Website. Das Logo des Fahrradherstellers gibt es seit 2008 und das vom Energy Drink Hersteller seit 2015. Von White Bikes hieß es, Rich Energy hätten ihr Logo kopiert und ohne Genehmigung verwendet. Vom Energy Drink Hersteller hieß es, dass sie wegen dem Logo umfangreiche Recherchen gemacht hätten. Das Gericht gab White Bikes in einer 58-seitigen Urteilsbegründung recht. Die Briten werden in Berufung gehen. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel 1 Videos von mir sehen? Dann abonniert doch den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.